Nach all dem erlittenen Unbill entschloss sich der kleine Jakob, in die weite Welt hinauszuziehen. Fremdländische Getränke schienen erst verlockend, jedoch keines erfüllte seine Erwartungen. Schwere Maßkrüge konnte er nicht stemmen und ägyptischen Tee schmeckte ihm überhaupt nicht. Cocktails auf Hawaii waren ihm ein Graus und Whisky war das Schlimmste, was er bis dato getrunken hatte. Aber es sollte noch schlimmer kommen. In Moskau vertrug er die Trinksitte nicht und am schlimmsten war es in einem kleinen Ort namens Düsseldorf, wo er eine alte Brühe serviert bekam. Ab nach Hause, dachte sich Jakob und war endlich wieder zufrieden. Fortsetzung folgt.